Das ist viel für den ersten Tag. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Jo, doch, aber wir sind hier. Herzlich willkommen, meine Lieben. Hier ist der Opa Mario, euer alter Sack von Holston TV. Und ich wünsche natürlich wie immer gute Unterhaltung, auch in dieser neuen Folge bei Hogwarts Legacy. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Alohomora. Alohomora. Ach so, das klappt jetzt also jedes Mal, wenn wir... Die Tür mache ich nicht auf. Im Moment nicht, nein. Aber es gibt genug andere Gefahren, die sie zu mir bringen könnten. Nun, ich sollte vielleicht meine Aufsicht beginnen. Professor Black weiß es wohl am besten. Ein paar Galionen auf Hufflepuff setzen. Hufflepuff? Nicht Ravenclaw? Ich kann eine Vier. Da freue ich mich aber schon mal, wenn diese Stufe 1 Schlösser schon mal. Revelio. Wingardium Leviosa. Was? Mach keinen Scheiß. Wenn wir schon mal hier sind. Revelio. Wingardium Leviosa. Wo rennt der denn rum? Ey. Wo ist der? Ach da.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 und 5 sind 13. 0, 0 ist der Dingszahl. Und gleich. So. Das andere ist die 2. 2 und 2 sind 5, 14 minus 5, 9. Die 9 ist. Die 9 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Unten die Hydra. Was soll, keine Ahnung, was das genau sein soll. Wo ist der? Okay. Mhm. Gut. Alte Gewölbe. So, gucken, ist der Schlüssel immer noch da? Wo ist der Schlüssel hin? Wingardium Leviosa. Oh. Ist jetzt mal endlich oder nicht? Revelio. Wingardium Leviosa. Du blöde Seite. Meine später wiederkommen geht ja auch nicht. Gibt's ja nicht, oder? Ach, das ist der falsche Zauber, verdammt nochmal. Ich bin ja im anderen Menü. Ah. Protego. Oh. Na, endlich. Junge, Junge, Junge. So, Schlüssel. Alohomora. Thank you.
Ich denke, ich habe die Truhe gesehen. Voll der Kriminelle, ey. Ach, mein guter Ruf. Ey, meine Füße. Hast du ein bisschen geraucht, war Kippe wieder ausgelatscht. Hallo, Mr. Moon. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Sie sind so furchtlos, wie ich gehofft hatte. Ja. Ein ausgezeichneter Beginn. Jo. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt. Natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Er hat den letzten Hausmeister Rancorous Carp mit seinen unerträglichen Possen in den Vorruhestand getrieben. Aber das erklärt noch nicht den Irrwicht in Hogsmeade, oder? Nein. Ich bin entschlossen, mit Ihrer Hilfe die Identität meines Peinigers herauszufinden. Okay. Okay. Das klingt spannend. Ich würde Ihnen gerne helfen, dieses Rätsel zu lösen. Sie sind ausgesprochen freundlich und gebildet. Und ich kann Ihnen im Gegenzug für Ihre Hilfe auch etwas anbieten. Denken Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Deshalb rate ich, wenn nötig, Desillusionierung zu benutzen. Tja. Gut. So. Wie viele Statuen gibt es denn? Ja, ich weiß nicht genau, aber ich habe Dutzende entdeckt. Dutzende? Ich scheine sie überall zu sehen. Sie wissen, was zu tun ist, wenn wir ihre Bedeutung entschlüsseln wollen. Ja, ja, ja. Gut. Ich halte die Augen offen. Ja, das mach. Wäre nett. Nebenbei machen. Okay, so. Ich wusste, dass ich mich an Sie wenden kann. Zusammen können wir dieses Geheimnis lüften. Ja. Okay. Sportbedarf brauche ich jetzt hier nicht mehr hin. Eigentlich kann ich doch das. Kann ich das doch löschen. Jetzt gucken wir hier. Nächste Aufgabe. Tierwesenunterricht. Oh, was hat sie denn? Wahrsagenunterricht. Descendo. Gut, dann machen wir das. So.